Herzlich willkommen zurück zum letzten Spieltag der zweiten Saison mit dem SV Sandhausen. Und wahrscheinlich auch mit dem letzten Spiel, mindestens mal vorerst, in der zweiten Fußball-Bundesliga. Denn mit einem, ja, selbst mit einem Punkt heute in Braunschweig, wie es heute um nichts mehr geht, können wir den Aufstieg definitiv perfekt machen. Mit einem Sieg sind wir sogar Zweitliga Meister. Mit selbst einem Unentschieden könnte dazu reichen, wenn Freiburg parallel nicht gewinnt. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir wahrscheinlich aufsteigen. Das größte Spiel der Vereinsgeschichte nach dem Aufstieg in die Zweitklassigkeit vor ein paar Jahren steht heute an. Es ist leider auswärts in Braunschweig, aber ich denke mal, dass trotzdem heute der Gästeblock rappelvoll sein wird. Das ganze Dorf aus Sandhausen hat sich angekündigt, wird mitfahren nach Braunschweig. Es werden Sonderbusse und Sonderzüge eingesetzt aus Sandhausen, die die Mannschaft unterstützen. Und die Mannschaft hat im Vorfeld angekündigt, sollten wir hier heute aufsteigen, dann werden wir mit euch im Sonderzug zurückfahren nach Sandhausen. Und das Versprechen, glaube ich, meint die Mannschaft ernst. Und deswegen ist alles gesagt. Ich hab Bock, ihr habt Bock. Rein geht's ins Auswärtsspiel nach Braunschweig. Wir heute in Weiß, die Eintracht in Gelb und Blau. Und wir werden nochmal ein bisschen im Team rotieren. Denn Stefan Kulowitz, unser langjähriger Kapitän, kam vor dem Spiel zu uns und hat uns mitgeteilt, dass er nach dieser Partie seine Saison und seine Karriere beenden wird. Und er wollte heute ganz gerne spielen und er darf heute spielen. Der Hauptmann darf ja heute noch mal rein. Und damit gehen wir rein ins letzte Auswärtsspiel. Letztes Spiel überhaupt der Saison. Aue gegen Freiburg ist für uns interessant und Hannover gegen Fürth schon nicht mehr. Würzburg Ingolstadt ist für uns auch noch interessant und damit ist aber Feierabend. Wir konzentrieren uns auf uns selbst. Ich mache es mal für euch mache ich mal alle neuen Spiele heute mit dabei, dass wir noch ein bisschen was erleben, da oben rechts nebenbei im Eintrachtstadion. Stefan Tobi wird die Partie leiten. Heiter ist es und damit gehen wir rein ins Auswärtsspiel. Nach Braunschweig. Und damit ab geht's. In die Partie hier ins Eintrachtstadion gegen Braunschweig. Die Eintracht hat lange mit um den Aufstieg mitgespielt. Für die geht es heute um nichts mehr. Die werden dann wahrscheinlich im nächsten Jahr ganz sicher versuchen aufzusteigen. Und damit würde ich sagen, warten wir mal kurz auf die Aufstellung der Eintracht, die wir jetzt nochmal nicht sehen. Jetzt sehen wir erst nochmal die Tabelle. Und damit schauen wir mal, wie die Eintracht hier aufläuft. Das sehen wir nämlich jetzt. Mit Fesic im Tor, dann Ofusu-Aye, Bafo, Walswig, Bacardi, der Viererkette, Moll, Schönfeld, Boland, Hochscheid im zentralen Mittelfeld und Suzuki und Niemann im Sturm im 4-4-2. Mit demselben System, mit dem auch wir auflaufen. Unsere Aufstellung kennen wir. Ich lasse trotzdem noch mal kurz reinlaufen. Und in der Zeit nehme ich mir kurz einen Schluck und dann sehen wir uns gleich zum Anstoß in Braunschweig.
So. Und damit gehen wir rein ins Auswärtsspiel. Wir stoßen an in die letzten 90 Minuten der Zweitklassigkeit hoffentlich. Auf geht's. Klingmann, Meffert, Chu, Kulowitz. Sein letzten Spiel für uns. Für den SVS Orschade. Natürlich wollen wir es ihm heute gönnen, wenn er nochmal Tor schießt. Meffert. Guter Ball. Robert Chu, spitzer Winkel. Lang am Kasten vorbei, aber immerhin der erste Abschluss des SV Sandhausen nach gut 3,5 Minuten. Fällt langer Ball. Wir gewinnen den Kopfball. Und dann ist hier Freistoß für uns. Den es Jufeifen gibt. Gordon. Meffert, Klingmann. Matras. Kulowitz. Kulowitz. Gute Ablage. Nee, schade. Wosuayer ist dazwischen. Für die Eintracht. Es ist Juma, Suzuki, Rosbach dazwischen. Bochum gegen Union Berlin. 1-0 für Union in Bochum. Kronringer ist dazwischen. Piotrowski, guter Ball. Guter Basu ist dazwischen. Kommt nicht ran. Schönfeld, pardon. Suzuki. Wosuayer. Rosbach ist dazwischen. Gordon. Meffert kommt nicht ran. Boland. Schönfeld. Suzuki. Fischer stark. Klingmann. Abgelegt. Und spielerisch mit Meffert. Zu. Für Rosbach. Der geht vorbei. Wird gefoult. Gibt es aber den Reifskante, gibt einen für die Eintracht. Robert Chu. Abgelegt. Piotrowski scheitert mit seinem Abschluss nach einer guten Viertelstunde hier in Braunschweig gegen die Eintracht. Aber wir sind die deutlich überlegene Mannschaft. Gegen eine Eintracht, gegen die es, oder um die es für nichts mehr geht, wie schon gesagt, die völlig frei aufspielen könnte und trotzdem das irgendwie nicht tut. Mikko Boland. Gut, versuchter Pass. Gordon dazwischen. Fischer mit dem ruhigen Aufbau für Klingmann. Matras, zu guter Pasu. Piotrowski. Schade, Boland dazwischen. Für die Eintracht. Schönfeld. Schönfeld. Wosuayer, guter Zuschauer von Tonoriga. Suzuki wieder auf Wosuayer. Wieder Suzuki. Kriegen wir den verteidigt mit drei Mann nicht. Der Ball in das Zentrum. Und alle fliegen vorbei. Abstoß nach 20 Minuten. Fischers. Langer Ball. So guter Pasu, Kopfball verloren. Boland für die Eintracht. Auf Bagdahadi. Boland. Gut dazwischen jetzt. So guter Pasu. Guter Ball für Meffert. Der setzt sich im Laufduell durch. Meffert. Meffert. Gegen Walzweg Eckball. Für den SVS. Den darf natürlich Piotrowski treten. Eckball kommt nicht schlecht. Kopfballmöglichkeit Gordon. Es gibt Elfmeter für die Eintracht aus Braunschweig. Für den SV Sandhausen natürlich in der 26. Minute. Da ist der prall gefüllte Gästeblock. Der richtig gut voll ist. Und damit schauen wir rein in diesen Elfmeter. Und ich weiß schon, wer diesen Elfmeter trägt. Es ist nicht der junge Piotrowski. Tut mir leid. Es wird unser langjähriger Kapitän sein, der heute sein letztes Spiel macht. Kulowitz.
der sein letztes Spiel für die Eintracht, für den SVS macht, darf hier heute noch einmal zum Elfmeter antreten. Bekommt er sein Premieren, sein Abschlusstor? Kulowitz verwandelt nicht, Latte! Fallrückseitfallzieher von Piotrowski. Aber Fesic ist dazwischen. Piotrowski. So guter Basu. Kulowitz. Abgelegt. Klingmann. Kulowitz. Piotrowski. Ne, kommt nicht durch. Kommt nochmal an den Ball. Ne, doch nicht. Meffert gegen Hochscheid, der das richtig stark macht. Nochmal Robert Schuh. Fehlpass. Und dann ist das Suzuki für die Eintracht. Gut gespielter Ballschlag dazwischen in letzter Sekunde nochmal. Meffert, Robert Schuh. Robert Schuh. Der Chip bei Okudoyer dazwischen. Bafo. Zu guter Pasu. Magdadi. Moll. 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 Schönfeld nach außen abgelegt auf Ufosuaje. 35 Minuten gespielt, noch keine Tore hier in Braunschweig. Alles im Lot für uns. Ufosuaje. Für die Eintracht. Ufosuaje. Flanke kommt. Gordon klärt zum Eckball. Für die Eintracht. Das ist nochmal der Schuss. Elfmeter von Kulowitz, der sich an die Latte verirrt und deutlich vor der Linie wieder rausspringt. Aber ja, wäre natürlich zu schön gewesen, wenn er diesen Ball verwandelt hätte. Eckball Hochscheid. Kommt nicht schlecht. Kopfballmöglichkeit und Gordon rettet auf der Linie für den geschlagenen Fischer. Riesenaktion. Schönfeld nochmal. Gut dazwischen. Konterchance, Piotrowski kann sich noch nicht durchsetzen. Ofosu Aje nochmal. Die Eintracht mit zwei Mann kriegen wir jetzt eine Verteidigung. Schlechter Ball. Bacardi dazwischen. Nochmal Boland. Gut dazwischen. Bacardi nochmal Boland. Boland in die Mitte. Suzuki Fischer stark. Und der schnelle Abwurf. Zu schnell. Schönfeld wieder. Ofosu Aje. Gut dazwischen. Zunächst nochmal Schönfeld für die Eintracht am Ball, die jetzt mal ein bisschen Druck aufbaut. Moll. Boland. Suzuki. Starker Ball. Bagdadi geblockt. Meffert klärt. Suzuki. Piotrowski kurz vor der Pause. Nochmal Kulowitz. Kulowitz. Macht auch eine Anspielstation. Macht das gut. Der Ball dann nicht gut, weil er an Schönfeld scheitert. Aber im Zweikampf ist er wichtig. Gut dazwischen. Zu guter Basu. Piotrowski. Vielleicht nochmal auf den Ball. Findet nochmal Robert Schuh. Robert Schuhs Flanke. Rosbach. Eckball. Piotrowski mit dem Eckball. Flanke kommt, Kopfball Meffert. Zu guter Passung nochmal. Nein, Bacardi klärt. Piotrowskis Eckball. Kulowitz. Nee. Piotrowski stark den Ball behauptet. Nochmal abgelegt. Walzweg dazwischen. Und dann ist hier Pause. In Braunschweig.
Und damit ist hier Pause. 0-0. Ein Punkt in Braunschweig. Parallel, wir gehen mal rein. Freiburg führt in Aue. Damit sind beide punktgleich. Und Ingolstadt liegt in Würzburg hinten. Und damit gehen wir rein. Wo so Allier? Boland, Moll, Rosbach, Piotrowski, Kulowitz, starker Ball zu guter Paar, so das muss es sein, Facic. Was für eine starke Parade von Facic. Meffert. Altras. Meffert. Klingmann nochmal für Kulowitz, der ein richtig starkes Spiel macht eigentlich. Lange Ball geklärt da. Hochscheid. Wir kommen nicht ran. Nochmal Moll für die Eintracht. Schönfeld. Ofosu Aye setzt sich durch und wir klären die beiden Seiten aus. Einwurf jetzt für die Eintracht. Rosbach versucht den Mann zuzustellen. Das übernimmt Kulowitz für ihn. Rosbach hilft ihm. Und dann der Ball. Verlust, der Ballgewinn von Matras, kein Foul. Meffert nach außen für Philipp Klingmann, der all das als Ersatz durchaus passabel macht. Da hinten rechts heute. Nochmal zurücklegt. Matras, schlechter Ball, weil er an Hochscheid scheitert. Und wieder die Eintracht über Suzuki, der ein richtig starkes Spiel macht, da vorne im Sturm. Nyman, Nyman aus Netz. 58. Minute. Boah. Was für eine Partie, das wird nochmal richtig Nerven aufreiben hier. Klar, reicht uns jedenfalls ein Punkt. Aber auch gerade jetzt, wenn er schon hinten liegt. Aber trotzdem, das kann nicht der Anspruch sein eigentlich. Meffert. Auf Klingmann. Auf zugelegt Piotrowski. Ins Zentrum und wieder ist es Matras, der den Ball verliert. Und Bakar hat es zu guter Paso. Sauer. Einfach dazwischen. Mit dem Einwurf Boland. Moll mit der Hacke. Hochscheid. Suzuki. Schönfeld. Flanke kommt. Geklärt. Guter Pasu auf Piotrowski, auf Chu, Klulowitz, guter Ball nach außen. Rosbach nochmal zurückgelegt für Piotrowski, zu guter Pasu. Meffert gegen Sauer. Und dazwischen. Gut dazwischen. Roland, der Ball geht über den Kasten. Wir haben den langen Ball von Fischer. Meffert. Guter Ball für Klingmann. Ins Zentrum. Zu guter Pasu. Gleich weiter. Piotrowski. Und der Ball an der Ball Walzweg, weil so gut der Ball so nicht rankommt. Der klärt ja bei den Seiten aus. Einwurf. Siebzigste Minute. Piotrowski zurückgelegt.
Rosbach, Meffert, Meffert, Meffert. Auch der scheitert. Gut dazwischen. Macht was. Und wir werden nochmal wechseln. Wir werden nochmal wechseln. Bist du gut? Ein paar so raus. Fischer rein. Winter für Matras rein. Jetzt hier die Kälbekarte bekommt und damit Doppelwechsel jetzt bei uns, fehlt schon noch zu gehen. Wir halten das 0:0 in Braunschweig. Langer Ball, gut dazwischen eigentlich, nochmal Moll für die Eintracht, Schönfeld, Walzweg, der Abschluss direkt von Hochscheid am Kasten vorbei. Fischer, kurzer Ball mit Gordon mit Lingmann. Mit Winter. Mit Kulowitz. Mit Rosbach. Mit Winter. Mit Fischer. Der junge Fischer. Setzt sich durch. Bringt ja auch mal die Flanke. Fisic. Und die Eintracht klärt. Und wie? In den Lauf für niemand weiß, aber Gott, er ist jetzt zum wieder Klingmann für den SOS. Meffert. Kulowitz. Gut gemacht, Rosbach. Piotrowski kommt gegen Buffon nicht ganz an den Ball. Wenn er gleich nach außen durchsteckt, ist das vielleicht die etwas größere Option. Buffon, da läuft Abdullahi jetzt völlig frei. Tonariga dazwischen, 68 gegen Pauli, 1-1. 6 Minuten noch. Hier in Braunschweig. Ball kommt Fischer, gute Faustabwehr und der Kopfball von Winter hält den Ball im Spiel. Wichtig. Und jetzt gibt es sogar einen Freistoß für uns gepfiffen. Fischer mit dem kurzen Ball auf Torunariga, der im Spielaufbau mit Rosbach. Der treibt den Ball nochmal nach vorne ins Zentrum. Robert Schuh, Biotrowski, Fischer, Klingmann, Meffert, Robert Schuh, Meffert, Fischer, wartet auf Klingmann, Klingmann kommt, Klingmanns Flanke, die Kopfballmöglichkeit, nochmal abgelegt, der Ball landet bei Meffert, der kann sich nicht durchsetzen, nochmal Moll, Hochscheid. Für die Eintracht auf Moll. Moll, guter Ball in der Nachspielzeit auf Nyman. Der ist natürlich jetzt schneller als Gordon. Nyman, Christopher Nyman, nochmal die Flanke, die völlig nichts bringt Richtung Abdullahi, die überhaupt nichts bringt. Was ist das? Fischer, langer Ball Richtung Chu. Meffert. Fischer, nochmal der gute Ball, Piotrowski und Ballerwalzweg klärt, dann ist hier Schluss und hier und der erstmal Sandhausen am Ende 0:0 gegen Eintracht Braunschweig, aber es reicht, wir sind aufgestiegen in die Fußball-Bundesliga und das ist unglaublich, der Jubel der Sandhäuser hier erkennt keine Grenzen. In Braunschweig. Der Mannschaft greift, da sehen wir es, die Freude, der Jubel der Mannschaft erkennt keine Grenzen. Wir sind aufgestiegen in die Fußball-Bundesliga. Was für eine starke Saison, die wir mit dem Aufstieg thronen. Freiburg gewinnt 1:0 in Aue. Damit ist Freiburg aufgestiegen als Meister. Wir als Tabellenzweiter. Ingolstadt holt nur einen Punkt in Würzburg.
Und damit steigen wir als Tabellenzweiter. Wir sehen es hier auf. Neben dem SC Freiburg, Ingolstadt in Relegation Platz 3. Bielefeld, Heidenheim, Aue steigen ab. Und alles Weitere machen wir dann, würde ich sagen, im nächsten Part, im Saisonabschlusspart, wo wir uns dann schon mal um die Absteiger aus der zweiten Liga, die es natürlich nicht gibt, aber um die letzten drei Mannschaften kümmern, nach Spielern schauen, genauso wie auch, wie wir auch dann die drei Absteiger aus der Bundesliga nochmal anschauen. Und dann schauen wir mal. Und damit würde ich sagen, beende ich den Part, sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, er hat euch trotz einer weiteren Nullnummer mal gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part zum Saisonabschluss der zweiten Saison mit der Eintracht. Was ist denn heute los? Mit dem SV Sandhausen natürlich. Und damit bleibt gesund, haut rein und ciao.